Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den neuen Premium-Tank der Amerikaner, den XM1. Aber zunächst erstmal zum Intro. Der XM1 GM ist ein Premium-Fahrzeug der Amerikaner. Er wurde am 12.06.2018 mit dem Patch 1.79 released. Er hat eine Kampfeinstufung von 9.0 und befindet sich in Rang 5 bei den amerikanischen Fahrzeugen. Dieses Fahrzeug verfügt über eine 10,5 cm Kanone und zusätzlich über 3 MGs. Zur Panzerung kann man sagen, dass dieses Fahrzeug sehr schön angewinkelt ist und allgemein eigentlich relativ gut gepanzert. Anders als der große Bruder, der Abrams, ist dieses Fahrzeug leider nicht mit einer so neuen Rundumpanzerung versehen. Allerdings ist die Frontpanzerung dieses Fahrzeugs sehr gut und akzeptabel. Und für das, dass man ein Premium-Fahrzeug auf 9.0 hat, kann hier, glaube ich, keiner klagen. Zur Hauptkanone des XM1 GM kann man sagen, dass dieses eine andere Ausführung ist als der Abrams besitzt und deshalb verfügt der Abrams auch im Schnitt über ungefähr 100 mm mehr Durchschlag. Allerdings ist die Kanone des Abrams auch wirklich sehr, sehr stark auf diesem BR und man kann mit dem XM1 auf 9.0 definitiv mithalten. Bezüglich den Modifikationen kann man zu diesem Fahrzeug sagen, dass er über die klassischen High-End-Modifikationen verfügt. Ersatzteile, Löschzeug und Verstärkung ist wie bei jedem Fahrzeug natürlich drin und wichtig. Zusätzlich hat man die Artillerie-Funktion. Eine Besonderheit dieses Fahrzeuges ist, dass er über keine Rauchlader, sondern über Rauchmunition, nämlich die Granate M416, verfügt. Insgesamt kann man 4 verschiedene Munitionsarten verwenden, wobei hier wieder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die APDS-FS, also einfach ein panzerbrechender Pfeil, die Munitionsauswahl dominieren wird. Natürlich ist es trotzdem manchmal sinnvoll, eine Heat-FS zu verwenden oder um viel Schaden zu machen, zum Beispiel an einer Flak, könnte man über eine Quetschkopfgranate nachdenken. Da es sich um ein Premium-Fahrzeug handelt, ist der Talisman bereits drauf. Wir bekommen mit dem XM1 doppelte Forschungspunkte und doppelte Silberlines. Ein Gutschein für dieses Fahrzeug kostet 80 Golden Eagles. Das sorgt dafür, dass man in-game ein zweites Mal mit dem gleichen Fahrzeug spawnen kann. Allerdings verweise ich hier auf den Warband Shop, weil dort kann man sie auch, wenn man sie frei spielt, ohne Golden Eagles kaufen. Das Fahrzeug verfügt über eine Turmdrehgeschwindigkeit von 28 Sekunden, was wirklich schnell ist. Und man hat eine Nachladezeit von 8,7 Sekunden auf einer Besatzung, die geskillt ist, wie jetzt meine mit Level 80. Ich habe den Ladeschützen maximal geskillt. Ich habe keine Qualifikationen, also kein Expert und kein Ass bislang auf diesem Fahrzeug. Sollte ich einen Ass drauf machen, habe ich eine maximale, beziehungsweise sollte ich einen Expert drauf machen, habe ich eine Nachladegeschwindigkeit von 6,7 Sekunden. Das ist sehr schnell und dieses Fahrzeug kann sehr, sehr viel Feuerrate bieten. Bezüglich der Individualisierung, also den verschiedenen Skins, kann man sagen, dass der Anfangsskin, wie bei den Amerikanern für gewöhnlich, sehr schön aussieht. Es ist das klassische Olivgrün, was eine sehr gute Tarnung im Feld bietet. Als zweites kommt der Late Desert Skin. Diesen kann man sich ausschließlich kaufen. Kosten wären hier 200 Golden Eagles. Als drittes wäre der Late Summer Camouflage. Den kann man kaufen oder man hat über 900 Kills, 923 Kills um genau zu sein. Dann kommt wieder der Late Forest, der ist wieder nur per Golden Eagles erhältlich und zuletzt für 710 Kills gibt es den Late Winter Skin. Also sehr viele Möglichkeiten, alle drei farbig. Was mir persönlich ein kleines bisschen fehlt, ist ein Skin, der komplett weiß ist. Also ein einfarbiger Winterskin, weil der doch in War Thunder meiner Meinung nach auf Winterkarten die beste Camouflage bietet.
Zur Motorisierung und zum Allgemeinzustand kann man bei diesem Fahrzeug sagen, dass er von 4 Besatzungsmitgliedern bedient wird. Er hat 52,6 Tonnen, verfügt über 1521 PS und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 83 km/h erreichen. Aber wie sich das Ding ganz genau fährt, das testen wir jetzt zunächst in der Testfahrt und später im Gefecht. Wir sind jetzt in der realistischen Testfahrt und ich zeige euch hier ein kleines bisschen, wie sich das Fahrzeug bewegt. Zum Fahren selbst muss man sagen, er fährt sehr gut an. Es ist ein sehr leichtfertiger Panzer, der sich ähnlich verhält wie der Abrams, der mit dem letzten Patch released wurde. Insgesamt kommt er im Geradeausfahren auf eine Höchstgeschwindigkeit von circa 50 km/h. Ich lasse hier gerade mal ihn gerade ausfahren. Wir haben insgesamt 4 verschiedene Munitionsarten dabei. Auf dem Slot 1 habe ich die Munition, die am meisten Sinn macht, meiner Meinung nach. Das ist der Dartpfeil. Der schießt richtig gut überall durch. Nichtsdestotrotz ist es von Vorteil, dass man verschiedene Munitionsarten verwenden kann. Zudem verfügt das Fahrzeug über einen Stabilisator, weshalb wir auch mit Leichtigkeit aus dem Fahren heraus schießen können. Und sehr, sehr viel Damage machen mit dieser Kanone in Verbindung mit den Dartpfeilen. Rückwärts läuft der Panzer sehr gut. Wir sind bei 40 km/h im Rückwärtsgang. Und wie gesagt, er ist insgesamt sehr gut steuerbar. Und in der Gesamtheit erscheint er mir sehr positiv. Auch um die Turmschwenkrate mal zu demonstrieren, dieses Fahrzeug ist wirklich sehr leichtfertig. Und auch der Damage ist am Start. Zusammengefasst kann man sagen, dass der XM1 eine Mischung zwischen dem Magach 3 und dem M1 Abrams ist. Vom Fahrverhalten ist er eher leichtfertig und eigentlich gut gepanzert, was sich sehr stark an dem Abrams orientiert. Allerdings hat er die Krankheiten wie der Magach, nämlich dass er vorne im unteren Bereich sehr viel Munition lagert. Und wenn ich bislang getroffen wurde, war ich meistens One-Shot, weil diese Munition instant explodiert und mich selbst killt. Nichtsdestotrotz kann ich dieses Fahrzeug definitiv empfehlen und muss sagen, dass es sich
um die Amerikaner zu grinden, hervorragend lohnt, weil man einfach alle Fahrzeuge mit 100% Effizienz erforschen kann und da dabei auch noch, weil es ein Premium-Fahrzeug ist, die doppelten Silberlines macht. Alles in allem ist der XM1 also geeignet für die Leute, die Amerikaner binnen weniger Wochen oder Monate durchgrinden wollen und sagen, dafür sind mir 60 € das wert, ich möchte die Amis durchgrinden. Dieses Fahrzeug macht es euch wesentlich leichter. Abschließend möchte ich mich bei Gaijin noch bedanken dafür, dass ich dieses Fahrzeug für insgesamt 29 Tage vorstellen darf. Ich habe jetzt heute begonnen mit dem Video und werde in den folgenden Tagen auf Twitch in meinem Livestream das Fahrzeug immer wieder spielen und vorstellen. Den Link für meinen Livestream packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Solltet ihr dieses Video gefallen haben, dann lasst mir einen Follow da oder schau mal in meinen Livestream auf Twitch. Über Kommentare und Anregungen bin ich natürlich sehr erfreut. Also schreibt's mir, wenn ihr Ideen habt bzw. Wünsche zu neuen Videos. Und ansonsten werde ich jetzt selbst mal eine Runde zocken und ein bisschen streamen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Patch. Grüße gehen raus und bis dann, euer Buchservice.